Hallo Leute und willkommen zur nächsten Adventsfolge von WWE Supercard. So, hier sind wir gerade schon zu Beginn, denn das nächste People's Champion steht am Donnerstag an Dolph Ziggler und Luke Harper. Gut, dann drücken wir mal auf OK. Ich bin jetzt in 6 Minuten startet der Livestream. Ich werde jetzt hier einen kurzen Cut setzen. Und wir sehen uns dann morgen, wenn das People's Champion zu Ende ist. Und da gibt es auch noch ein bisschen Gameplay. Okay, tschüss. Bis gleich. So, gerade nochmal einen kleinen Zwischencut. Ich habe gerade einen epischen Rob Van Dam gezogen. Richtig nice, so auf dem Draft-Pick. Jo, sonst gibt's nichts. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Das, People's King of the Ring. Ist gerade am Auslaufen und Leute, ich hab so übelste Kacke gebaut. Ich hab bis um 3 Uhr gestreamt. Und, wäre ich so schlau gewesen und wäre um 11:30 aufgestanden, hätte ich noch können reisen. Aber ich bin einfach genau 10 Minuten zu spät aufgestanden. Also ich bin gerade an den Computer gegangen, wo gerade die Matches rum waren. Vom Viertelfinale. Deswegen... Scheiße. Aber gut, daraus haben wir jetzt gelernt, dass wir in Zukunft... dass ich mir einen Wecker stelle. Oder das King of the Ring später anfangen. So, ich werde nämlich dann jetzt, wenn das rum ist, direkt ein Survivor King of the Ring starten. Und ich habe mich so auf die legendäre Karte gefreut, Leute. Ich habe mich so drauf gefreut. So, ich wollte eigentlich jetzt hier in diesem Stream die letzten 10 Games für die 11.000 machen. Aber ich konnte gestern einfach nicht mehr. Ich war so im Arsch. Deswegen gibt es die 11.000 Games dann zur Mittwochsfolge. Ja, alles bisschen verpeilt, aber wir bekommen eine epische Karte. Yay. Na, das ist überhaupt eine epische, ja. Zufällig epische. Ah, oh, fuck, Alter. Scheiße. Ja, jetzt hat... Ja, ich habe einmal in der Woche die Chancen, jetzt verkacke ich's. Nächste Woche geht auch nicht richtig. Ja. Scheiße, Alter. Aber kann immer mal passieren. Ich glaube jetzt, ich bin jetzt gar nicht sicher, kriege ich jetzt schon meine Belohnung, wenn das rum ist. Ich weiß es nicht, was ich was trinken. So, noch 20 Sekunden. Noch 20 Sekunden, dann geht das los. Huch, also die Kugel klatscht mit dem Finger. 4, 3, 2, 1, fuck, toll. Okay, dann machen wir Gameplay, Gameplay, Gameplay. Was haben wir denn? Ja, Leute, ich... wir haben jetzt 2 Uhr. Ja, die Folge bis um 3 schaffe ich nicht. Dann mache ich die Folge für um 4 Uhr. Ja, gut, ne? Machen wir jetzt gerade mal noch ein Dingens. Gehen wir gerade mal noch einen anderen Account. Kurz auschecken, da habe ich nämlich kein King of the Ring laufen gelassen, so blöd wie ich bin. Und Leute, ich muss euch kurz mal was zeigen. Ich wechsle gerade mal. Oder werde ich angerufen? Moment. Szene. Moment, muss ich gerade mal gucken. So, guckt euch das mal an. Diese Karte. Ich will die haben. Die werde ich auch auf jeden Fall ins Thumbnail packen. Sowas von. Alter, guckt euch das an. Das ist so schön. Ja,
Freund. So, Leute, so bombenmäßig. Da. Ist aber leicht Schmacht, auf jeden Fall. Hat mir gestern mein treuester Stream-Zuschauer geschickt. Na, hört auf mich anzurufen, ey. So. Ja, hier können wir eigentlich direkt den King of the Ring starten. Jo. Ja. Let's start it. So, wie sieht's denn hier aus mit den Games? Und am Donnerstag steht nochmal ein King of the People's Champion an. Womit ich euch hier diese Folge eingeleitet habe. Freue ich mich schon drauf. Ich werde auf jeden Fall Dolph Ziggler. Und gucken. Gucke ich mal. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, mir irgendwoher eine Internetflat zu besorgen. So Aldi Talk oder im Netto, was weiß ich. Wo halt ausreicht für WWE zu zocken. Weil, ja, ich habe gesehen, gerade vorhin, hab ich so dieses Heftchen da durchgeguckt, diese Broschüren. Und Aldi Talk, down 500 Megabyte, High Speed, Internet für 10 Euro im Monat. Ja, da gucke ich mal, wie stark das ist. Ob das LTE oder was weiß ich das ist. Also, ich weiß ja, muss gucken, was man mag, was man braucht, um das Spiel überhaupt spielen zu können. Jo, dann werde ich das mal tun. Dann kann man doch dann mal öfters ein paar King of the Rings starten. Oh, ein Dolph. Ein Dolph, ein Adolf. So. Dann pumpen wir gerade mal ein bisschen unseren Randy Savage. Ja, Pull Hangman. Trainieren. Ihren. Oh, wir haben so viele, ey. So much viele Menschen. Auf du! Naja, auf du. Endgesicht. Was für was baue ich das denn? Wutz! Wow. Erstaunlich. So, haben wir einen Rück. Ein Dean Ambrose. Alle. Und viele Cards. So, dich kann man ja kombinieren. Sonst war da nichts zum Kombinieren. Ach, Leute, wisst ihr was? Ich hau jetzt einfach mal die ganzen Seltenen in den Dude rein. Alle. Rampage. So. Stimmt dann. Weil, wieso denn auch nicht? Weil wir haben sie ja, ne? Ich hab keinen Bock, die jetzt hier schon anfangen zusammen. So, zwei Level. Sehr schön, der ist fast voll. Das ist nice, Leute. Das ist wirklich nice. Dann mach ich einen Cut und dann sehen wir uns am Ende vom Legendary King of the Ring. Yeah. Vielleicht kriegen wir doch eine legendäre Karte. Ich finde das so schade, ey. Vor allem, ich hätte es einfach. Ich hätte es wahrscheinlich sogar einfach in die Finals geschafft. Das ist das, was mich gerade ziemlich abfuckt. Abfuck pur. Einfach weil ich so dumm bin und einfach weil ich einfach ein Mensch bin und schlafen muss. Scheiße, das. Voll Kacke. Aber ich gucke auf jeden Fall, dass ich mir ein Internetflat besorgen kann. Ich dann nachfragen im Aldi oder im Netto, wie es aussieht. Okay, dann mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns dann jetzt wieder. So, da sind wir wieder endlich so während dem Game drin gerade. Und normalerweise müsste das King of the Ring jetzt zu Ende sein. Und wir können nur halt
hoffen, dass es jetzt nächste Woche besser geht. Obwohl ich das eher bezweifle. Jo, ne? Aber. Charisma Boost. Und das Kartenlimit erreicht. Geil. Und die Folge wird so um. Die wird um 18 Uhr heute kommen, jo. Hab zwar jetzt vorhin gesagt 4 Uhr, aber. Wir haben jetzt schon Viertel vor 4. Das dauert auch ein bisschen, das noch zu bearbeiten. Also, ich bearbeite eigentlich nicht großartig viel. Ich schneide halt zusammen. Hau dann da den schönen Weihnachtskranz dann rum. Jo, aber so, jo, ne? Toll. Sehr schön. Ja. Belohnung einfordern. Eine zufällig epische Karte. Ja, nice. Ein weiterer epischer Pro, den wir machen können. Nice. Ey, das ist sogar richtig geil. Das ist richtig schön. Das freut mich. Das freut mich sehr. So. Dann heißt es wechseln. Tauschen. Tausch, 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 die tausch, die tausch, 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 die tausch, die tausch, 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 Tausend, 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 schön. Tausend, tausend. Ja. Jetzt wird getauscht, wir sind Survivor. Kampf der Ring beginnen. Ja, ich bin ready. I'm so ready, ready, ready. I'm so ready. Let's bump Natalia. So. Gerade mal gucken, ob wir ein paar seltene Pros machen können. Survivor. Und gestern der Bobby Beer im Stream hatte gestern das Glück, dass er einen Survivor-Support-Karte gezogen hat. In einem Random Draft. Gedönsjes. Dieser kleine Lacker. Und zwar diese Spottkarte da. Ja, kombinieren wir die auch gerade. Ja, kombinieren. So, es gibt ja mehr Points. So, gehen wir jetzt mal ganz nach unten. Es gibt ja mehr Punkte, wenn man das so macht. So, kombinieren. Kombinieren, kombinieren. Da ist etwas im Busch. So, und mir fällt gerade auf, dass ich die Musik schon wieder nicht aktiviert habe. Yay! Warten auf Netzwerk, Borderlass. Kombinieren, kombinieren. Eine Krähe im Hintergrund. Eine Krähe im Hintergrund. Eine Krähe im Hintergrund. Ach ja, so muss es sein. So, aber da haben wir einen Razor Ramon. Das ist sehr schön. Desto mehr Pros wir haben, desto geiler wird nachher dieses 20-Karten-Event. Nur, ja, ich muss so viel zocken, weil ich muss pumpen. Ah, die haben wir jetzt geprobt. Ja, okay. Dann nehmen wir gerade mal. Wir brauchen halt die 4 Divas und die 16 anderen Karten. Und das ist hart. Das ist sehr hart. Also, ja. Also, wir werden auf jeden Fall ein schönes, episches und Legendary Deck haben, aber die pumpen wir auch gerade rein. Ich habe keine Verwendung für die Olle. Für die Ölige. Ölig. So. Dann wird gepumpt. Mal sehen, wie viel wir jetzt kriegen auf einen Schlag. Von Level 0 bis, ja, was weiß ich, wie viel. Wir haben ja da jetzt ein paar Pros drin. Weil ich, also soweit ich weiß, bringen die Pro-Karten mehr als zwei einzelne. Ich bin mir da aber auch ganz nicht so sicher. Aber ja, ne?
Das ist schon mir eigentlich egal. So, dann auch nochmal ein paar. Ordentlich viele Supportkarten. Trainieren, ja. Wupp, und 16 Level, Alter. Krass, geil. Sehr schön. Krass, geil, sehr schön. Gut, also wir haben 20 epische. Wir gehen gerade mal einen Katalog. 24, ey. Das ist nice. Und da, haben wir sogar schon einen mehr. 119 haben wir jetzt sogar schon. Und 28. Ja, der Big E, der Big John Studd, den hatten wir im anderen Account. Haben wir den schon. Als Bro haben wir direkt auch in unseren Randy Savage reingeboomt. But 11 von 82 legendär. 5, 9. Ja, da haben wir auch fast schon die Hälfte. Ja, ist ja nice. Ultra seltene haben wir 18. Jo, aber die epische einfach schon 24 von 80. Und da haben wir einige, wo wir haben, wo noch nicht geprot sind. Wo wir proen können. Zum Beispiel, jo, ne? Also den da. Für den Mark Henry. Dann haben wir. Die haben wir jetzt geprot. Den haben wir noch, wo wir proen können. Den haben wir jetzt gestern so bekommen. Den haben wir so. Ich glaube, ansonsten war es das eigentlich. Wo wir die Pros noch offen haben. Ja, das war's. André the Giant. Achso, ich dachte gerade. Hä? Das ist doch eine Survivor-Karte. The fuck? Jo. Aber ist nice. Ich freue mich auch auf das neue People's Champion. Hoffe, dass ich da ein bisschen was raushauen kann. Aber nun ja, ne? Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Gut, dann würde ich sagen, das war's mal für diese Adventsfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr abonnieren, kommentieren und bewerten könnt, wäre ich euch sehr dankbar. Und ja, nächsten Samstag gibt's halt nochmal einen Stream, wie es ab jetzt jede Woche so ist. Nur, das um 8 Uhr nicht schaffe, entweder ist es um 8 Uhr, um 10 Uhr oder um 12 Uhr. Das sind so die Zeiten, also nach deutscher Zeit. Wenn es ab 12 Uhr nicht begonnen hat, dann kommt kein Stream. Das werde ich aber, wenn wirklich keiner kommen sollte, werde ich das vorher noch ankündigen. Aber normalerweise 8 Uhr, 10 Uhr oder 12 Uhr. Das sind so die drei Zeiten, wo dann die Streams starten würden. Aber im Durchschnitt ist dann 8 Uhr. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!